Ich weiß es jetzt schon gar nicht. Oh. Da sehe ich schon Feinde kommen. Ghostgewehr war... Nee, da habe ich sogar noch. Da tun wir das drauf. Multiplastgewehr, Präzisionsgewehr habe ich ja auch noch. Sturmkarabiner auf die 6. Den auf die 7. Ja, Präzisionsgewehr. Gucken wir doch mal, wer da auf uns wartet. Oh oh, er schmeißt mit Dynamit. Warum treffe ich den denn nicht? Ist das zu weit weg? Doch nicht. Ich bin doch so ein Stümper. Ah! Ich treffe den einfach nicht. Immer noch nichts. Nee. Ein Leader soll das sein. Nee, nee, nee. Hier drüben. Ich frag mich wirklich, wo wir jetzt hin müssen. Ja, die Richtung stimmt schon mal. Die Rüstung ist eigentlich ziemlich cool so. Nein, eine Mine! Oh oh. Mist, es kann einfach nicht sein. Komm in die Klötze. Ich begreife das nicht. Nein!
Ach, Mädel. Wir sind doch überall Minen. Pass doch auf. Ich schon in Radarreichweite. Da ist er. Hallo. Hallo. Was wollen Sie? Und keine Tricks. Ich bin der Vertreter des ältesten McNamara. Er lässt fragen, ob die Bären noch jagen. Sie sagen die Wahrheit. Es ist nicht wahrscheinlich, dass ein Außenseiter den Namen des Ältesten und diese Parole kennen würde. Nun gut, ich beobachte die Strafanstalt dort drüben schon eine Weile. Zuvor hatte ich einige ziemlich verstörende Gerüchte gehört. Aha. Die Anstalt wurde anfangs von der RNK geleitet, aber seit einem Aufstand nutzen die Gefangenen das Gefängnis als Basis für ihre Raubzüge. Das ist richtig. Ich frage mich, warum man diese Leute hier so lange Unruhe stiften lässt. Warum hat die RNK diesen Ort nicht wieder eingenommen? Geben Sie das dem Ältesten. Darin sind meine Beobachtungen festgehalten. Vielleicht kann er diese Situation besser analysieren als ich. Nummer 1 hinzugefügt. Dann, in der Nähe von Nipton. Jackrabbit Springs? Keine Granate zur Hand. Das wäre doch mal was. Plasmagranate. Ich glaube, die bringt nichts. Nicht gegen die Viecher. Oh, leer. Nicht schlecht. Vielleicht könnte ich es ja auch mal mit einer Plasmagranate probieren. Hüpf! Nice. Oh, da sind noch mehr. So viel dazu. Gibt's doch nicht. Vorsicht, Mutanten schmeißen mit Scheiße. Wo ist er denn? Da. Richtung Osten. So kann das gehen.
Riesenhörner. Oh. Da oben zeichnet sich schon wieder der nächste Stress ab. Voll reingehalten. Hier ist alles verstrahlt. Oh. Na los. Da hatte mein Gewehr Hemmungen. Oh, Stufenaufstieg, sehr schön. Komm, der ist schon down. Wo ist Veronica? Ach da. Oh, ja. Sehr schön. Stufenaufstieg. Ich sollte mein Schleichen mal etwas verbessern. Sprengstoff. Ja, ich müsste so viel mal steigern. Medizin schon 65. Weiter. Mal gucken, was es jetzt für neue gibt. Zu tragende Last. Der Ödländer mit der meisten Ausrüstung gewinnt. Oder überlebt zumindest. Sie können jetzt 50 Pfund Ausrüstung zusätzlich tragen. Kann mit dem extra starker Rücken kombiniert werden. Was ja schon mal nicht schlecht wäre. Red Absorption nimmt ihre Strahlungsbelastung von selbst langsam ab. Ist eigentlich kein schlechtes Gimmick, wa? Nehmen wir. Fertig. Stufe 30, ab Stufe 30. Ich weiß gar nicht, welche Stufe ich jetzt so eigentlich bin. Sie haben sich eine Strahlenkrankheit zugezogen. Suchen Sie einen Arzt auf oder nehmen Sie Red Away ein, um Ihre Strahlenbelastung zu verringern. Sie können sich im Voraus schützen, indem Sie Redex einnehmen. Das Medikament erhöht Ihre Strahlenresistenz. Ja, das ist doch sehr schön. Dann machen wir das doch einfach mal. Kann man hier unter Status... ja... Hier, ach, 210. Mal nicht so anstellen. Nehmen wir das hier noch. Und noch einen hinterher. Dann sollte das von ganz alleine wieder runtergehen. So, da muss irgendwo noch so ein Vieh sein. Da hinten ist er. Schmeißt hier schon. Aber wo ist mein Kontakt? Nein, 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 nein. Ach. Müssen wechseln. Auf. Ja, was haben wir denn noch Schönes? Sturmkarabiner ist leer. Präzision Multiplus auch leer. Shotgun! Schön, wie er hingefallen ist.
Einfach mal reinhalten. So, Supermutant. 5 mm Maulwurfsrattenfleisch. Und eine Minigun. Sehr schön. Aber so habe ich jetzt erstmal wieder Munition für mein Sturmgewehr hier. Rebound. Lagerfeuer ist an. Ich habe meinen Kontakt aber immer noch nicht getroffen. Erstmal auf der Karte gucken, ob ich dann so einigermaßen richtig bin hier. Ja, schon. Er ist schon in Sichtreichweite, okay. Hier irgendwie den Berg runterspringen, so. Ich hoffe, dass Veronica auch den richtigen Weg findet. Kommt dann wahrscheinlich wieder irgendwo außen rum getrabt. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Da geht der Mond auf. Da oben sitzt er. Keinen Schritt weiter, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist. Warum nähern Sie sich? Der älteste McNamara schickt mich als Vertreter, lässt fragen, ob die Beere noch jagen. Merkwürdig, dass der Älteste einen Außenseiter schickt. Aber er wird wohl seine Gründe haben. Meine Beobachtungen haben sich überwiegend auf die kleine Stadt im Süden konzentriert. Sie wurde brutal angegriffen und fast ganz entvölkert. Dass sowas so weit westlich passiert, ist fast unvorstellbar. Die RNK hat Truppen in jeder Richtung und einen Außenposten ein paar Meilen westlich. Dass sie auf diese Gewalt nicht reagiert hat, weist entweder auf Unwilligkeit hin oder die Unfähigkeit, die Grenzen angemessen zu verteidigen. Ich habe diese Überlegungen in diesem Bericht gesammelt. Bringen Sie ihn bitte zum Ältesten. Danke. Gut. Da versucht Veronica gerade hochzukommen, schafft es aber irgendwie nicht. Gehen wir mal entgegen. Wo will sie jetzt hin? Okay. Muss man nicht verstehen. Aber gut, suchen wir jetzt mal nach dem dritten. Der verlassene Bruderschaftsbunker. Camp Fallen Hope. Ah ja, ich weiß, wo ich bin. Hier haben wir vor kurzem noch den DLC beendet. Weiß ich nicht, ob wir hier schon drin gewesen sind. Na, doch schon, wa? Ne, nicht. Camp Fallen Hope. Aber erstmal suchen wir unseren
Kundschafter hier. So viel zu Fallout für heute und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Auf der linken Seite oben findet ihr die komplette Playlist mit allen Videos. Links unten gelangt ihr zu den Videos von meinem Minecraft-Server. Klickt auf den Gasmaskenmann, um meinen Kanal zu abonnieren und nutzt die Tools unter dem Video, um es zu teilen, kommentieren oder favorisieren. Macht's gut!